Sportakrobatik zu machen, ist für jeden, der es mal begonnen hat, fast wie eine Sucht. Nur durch das gemeinsame Streben nach einem Ziel, zusammenarbeiten, Rücksicht aufeinander zu nehmen, kann man in der Sportakrobatik überhaupt Erfolg haben. Wir vom Deutschen Sportakrobatikbund haben zwei Ziele. Zum ersten die Sportakrobatik in Deutschland bekannter zu machen und zum zweiten international Anschluss zu finden an den ganzen vielen Sportakrobaten, die weltweit aktiv sind. Wir kommen eigentlich aus dem Kunstkraftsport, das was allgemein bekannt ist als Artistik, nur geformt als Paar oder als Gruppe mit sehr viel Tempo, mit sehr viel Dynamik und auch einer sehr, sehr guten Choreografie als moderne Sportart. In der Sportakrobatik gibt es auf internationaler Ebene 5 Disziplinen, nämlich einmal ein Damenpaar, Herrenpaar, gemischtes Paar. Dann haben wir Damengruppen, das sind 3 Damen und dann noch die Herrengruppe, eigentlich auch die Königsdisziplin, 4 Herren. National haben wir zusätzlich noch 2 Disziplinen, nämlich ein Herrenpodest und ein Damenpodest. Der Vorteil, den Kinder haben, wenn sie Sportakrobatik sehr früh beginnen, ist natürlich ganz klar die körperlichen Voraussetzungen, die im Kindesalter deutlich leichter zu entwickeln sind. Und was natürlich das Umfeld anbelangt, ist durch das, dass Sportakrobatik nur gemeinsam gemacht werden kann, hervorragend für Kinder. Auf nationaler Ebene gibt es natürlich für uns Sportakrobaten eine Vielzahl von Wettkämpfen. Es beginnt auf Landesebene mit den Landesmeisterschaften. Es geht dann weiter mit deutschen Meisterschaften in den Altersklassen Schüler, Jugend, Junioren 1, Junioren 2 und Senioren. Schlicht und einfach die Erwachsenen und nicht die alten Leute. International die Wettkämpfe kommen dann die Europameisterschaften und auch die Weltmeisterschaften. Und umrahmt wird das Ganze von einer Vielzahl von Turnieren. Für die Zuschauer selber ist natürlich Sportakrobatik als Wettkampf hervorragend und vor allem unheimlich publikumsattraktiv. Es hat einen Showcharakter. Und dann ist natürlich Sportakrobatik für viele unserer Sportler das ideale Sprungbrett, um dann nachher beruflich genau dort weiterzumachen. Sieht man zum Beispiel den weltbekannten Cirque du Soleil, dann sieht man laufend bekannte Gesichter, die man die Jahre vorher bei internationalen Wettkämpfen gesehen hat. Wir deutschen Sportakrobaten sind auf Weltebene gesehen so auf 7., 8. Stelle. Und wenn man vergleicht, dass die führenden Nationen eigentlich Berufsakrobaten haben und bei uns unsere Sportler hier neben Schule, Ausbildung, Beruf das parallel oder dazu machen, ist diese Leistung, die sie bringen, hervorragend. Das Zusammen erleben, welche Leistungen man gemeinsam erbringen kann, welche tollen Flugelemente, welche tollen Pyramiden man zusammen erstellen kann, ist wie eine Sucht, von der kommt man dann bis ins hohe Alter eigentlich nicht mehr los.